Das ist das Erste, was der Passagier aus Übersee von Deutschland sieht. Und es ist das letzte Bild, das die anderen mit hinausnehmen auf ihrem Weg nach drüben in die neue Welt. Der Bahnhof am Meer. Die Kolumbuskaje in Bremerhaven. In der Sprache der Küste heißt das 1000 Meter Kaimauer, der laufende Meter 15.000 Mark, Portalkräne, Schuppen, Rangiergleise und zwei Bahnsteige. Schnelle Schiffe brauchen schnelle Häfen. Sie können Tage oder Wochen unterwegs sein. In den Häfen dürfen sie nur Stunden liegen. Organisation ist alles. Und das ist in unserem Jahrhundert die Aufgabe der Manager. Das hier ist einer von ihnen. Organisator und Kapitän in einer Person. Hier ist die Post, Herr Fieger, bitte. Dankeschön. Ich stehe jetzt planmäßig gefahren am 27. um 12 Uhr. Frau Schneider, wiederholen Sie bitte das Telegramm über Fernschreiber nach Bremen und Hamburg, und zwar mit dem gleichen Text und folgendem Zusatz. 6 Hunde, 3 Katzen an Bord, Tierarzt und Hafenarzt sind unterrichtet, sowie der Wasserschutz, dass 2 Deportierte zurückgebracht werden. Und mit diesem Stichwort beginnt ein Spiel, das allen Beteiligten vertraut ist. Die entscheidende Frage ist, wie schnell funktioniert der Hafen? Der Weg über den Nordatlantik zwischen den Endpunkten New York und Bremerhaven ist die Hochstraße der Nation. Seit mehr als 100 Jahren ist es immer der gleiche Weg. Von den Segelschiffen angefangen, über die ersten Dampfer, bis zu den schwimmenden Städten unserer Zeit. 1957 benutzten mehr als 1 Million Passagiere die Hochstraße der Nationen. Schiffe als Brücke zwischen 2 Kontinenten. 4 Tage, 4 Stunden und 20 Minuten. Das sind exakt 3132 Seemeilen zwischen New York und Southampton, dem letzten Hafen vor der Kolumbuskaje. Um in Bremerhaven keine Zeit zu verlieren, gehen in Southampton ein paar Zivilisten an Bord. Zollbeamte für das Gepäck, Beamte der Wasserschutzpolizei zur Passkontrolle, ein Mann, der Fahrkarten für die Bundesbahn verkauft, und der deutsche Lotse, der das Schiff die Weser hinaufbringen wird. Reisende ohne Herzklopfen, mit kleinem Gepäck für die letzten 19 Stunden. In den Koffern dieser Zivilisten liegen Uniformen. Unsere Welt lebt an Land und auch auf See mit der Technik. Leerlauf und Zeitverlust sind ihre Gegner. Es ist deshalb nicht überraschend, dass der Fahrplan der Schiffe und der Anschlusszüge aufeinander abgestimmt ist. So beginnt der letzte Morgen vor der Kolumbuskaje. Die Rolle des Passagiers als Zuschauer und Mittelpunkt geht zu Ende. Mit jeder Seemeile bleibt die Faszination weiter zurück. Die Wirklichkeit, streng nach Touristen, Kabinen und erster Klasse getrennt, regiert die letzten Stunden an Bord. Zur gleichen Zeit treffen sich in Bremerhaven die Männer, deren Aufgabe und Ehrgeiz es ist, keine Stunde Liegezeit zu verschenken. Meine Herren, die Stets ist planmäßig von Southampton gestern Abend um 23 Uhr gefahren und wird heute um 17.30 Uhr am Weserfeuerschiff erwartet. 17.30 Uhr, sie läuft gegen die Tide, gegen 19.30 Uhr auf Rede, 20 Uhr fest. Wir müssen bis 22 Uhr alles Gepäck gelandet haben und in dem Gepäcktelegramm sind allein 2600 Stück Handgepäck. Ich glaube, wir müssen die Gepäckgänge verstärken. Wir haben normalerweise 30. Herr Portmann, wie viel glauben Sie, brauchen wir mehr? Wenn das Gepäck bis 22 Uhr von Bord sein soll, müssen 20 Mann von 2 Gang-Extra. Gut, also nehmen wir insgesamt 50, Herr Traue, 50 Mann. Und die beiden Extragänge. Und wie ist die Verstärkung? Müssen wir 10 Mann verstärken. Gut, bitte denken Sie dran, dass wir noch genügend Leute nach 10 Uhr haben. Und zwar 1,6 würde ich vorschlagen. 1,6 und 2 Stecker. Richtig. Jetzt für den Hafenwachdienst. Die Pier-Absperrung, eine Stunde vor Ankunft, die 19 Uhr, die ganzen Wachsleute.
vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Pier frei ist. Ankunftszeit 20 Uhr, wie steht es mit dem Postmeldedienst? Ist der für 20 Uhr? Ist für 20 Uhr, kann bleiben. Kann bleiben, in Ordnung. Und nun beginnt für die nächsten 24 Stunden das Spiel mit dem ernsten wirtschaftlichen Hintergrund. In der Fachsprache heißt das Turnaround Bremerhaven. Die Hafenarbeiter werden aufgerufen. Ich gehöre. Schwierig oder schwierig, Leonard. Heute Abend 22 Uhr, United States. Hallo, hier ist Behrens, Proviant Department United States 9. Frau Wilke, für die United States brauchen wir, bitte notieren Sie mal, 200 Pfund Forellen, halbfündige, und 200 Pfund Karpfen, anderthalbfündige. Beide ausgeweidet und beide Fischarten wie üblich in Kisten à 20 Kilo verpackt mit Eis oben auf. Geht in Ordnung. Dankeschön. Wie heißt der Herr? Herr Hall, für die United States brauchen wir 200 Pfund Kartenschinken, 100 Pfund Vierländer Blockwurst, 100 Pfund Thüringer Wurst, 50 Kartons Dortmunder Unionbier, 100 Kartons Löwenbräubier, 150 Laibe Schwarzbrot und 150 Laibe Vollkornbrot. Und ich möchte Sie bitten, sind Sie pünktlich, das Schiff ist bereits unterwegs. Der Tag zwischen Southampton und Bremerhaven gehört dem internationalen Papierkrieg. Während die Zollbeamten draußen auf dem Promenadendeck das Gepäck der 800 Passagiere kontrollieren, stempeln die Männer der Wasserschutzpolizei während des ganzen Tages Pässe. Ein anderer verkauft Fahrkarten. Die schwimmende Stadt passiert das Weserfeuerschiff. Wieder geht eine Meldung zur Kolumbuskaje. Jetzt weiß man auf die Minute genau, wann das Schiff anlegen wird. Die Schlepper laufen aus und bringen den Arzt und den Hafenlotsen an Bord, der das Schiff sicher und auf den Meter genau an die Pier legt. Diese Schlepper kosten übrigens für Ein- und Auslaufen runde 6.000 Mark. Der Hafenlotse 2.500 Mark. Auch für die 1.000 Mann Besatzung, angefangen vom Kommodore bis zum letzten Schmierer und Bellboy, geht die Reise zu Ende. Ganz genau genommen nur für diejenigen, die wachfrei haben. Was den 1.800 Passagieren ein Erlebnis war, ist für sie Alltag. Ihr Tag kennt nur den Rhythmus der Seewachen und der genau abgegrenzten Funktion. Bremerhaven bedeutet für sie vielleicht eine ruhige Nacht und einen halben freien Tag. Auch das erfordert Vorbereitungen. Allerdings in einem Teil des Schiffes, den die Passagiere nie zu sehen bekommen. Plakate in den Betriebsgängen, die die Mannschaft zu jeder Stunde und an jedem Platz mit angelsächsischer Kürze trainieren, sei höflich. Nein ist ein barsches Wort. Gewinne Freunde schneller. Die Kolumbuskaje ist empfangsbereit. Da sind die Zuschauer, die Angehörigen der Passagiere und da sind die Arbeiter auf der Pier. Dazu eine Ambulanz. Ein Kranker muss ausgeschifft werden. Das ist das Bild Nummer 1. Unvergesslich. Nicht nur für jeden leidenschaftlichen Amateurfotografen. Die schwimmende Stadt ist am Ziel.
Ein paar Passagiere gehen sofort von Bord. Doch die meisten können noch für eine Nacht in der Vorstellung schlafen, mitten auf See zu sein. Der Hafen greift nach dem Schiff. Sein Wille beherrscht jetzt die schwimmende Stadt. Noch ehe der Ozeanriese richtig fest ist, geht mittschiffs die erste Gangway über. Und achtern sofort die zweite. Sie lachen, die wachfreien Männer der Crew. Denn das ist ihr Abend, bis zum anderen Morgen. Sie haben die Brieftasche voller Dollars. Und ihr Lachen gehört nicht zum Service. Heute Nacht geben sie die Trinkgelder. Für die Hafenarbeiter beginnt an der Kaje die nächtliche Arbeit. Aus dem Schiff entlädt sich der Strom der Gepäckstücke, die in wenigen Stunden verladen, verteilt oder an die Passagiere ausgegeben werden müssen. Übrigens, für die Hafenarbeiter beim Löschen und Laden muss das Schiff 9.500 Mark bezahlen. Wer auch bei seinem Europatrip nicht auf den eigenen Wagen verzichten will, dem setzt der Kran das Auto aufgetankt und startbereit vor die Füße. Um all diese Arbeiten sachgemäß und in der vorgeschriebenen Zeit erledigen zu können, bedarf es einer eingespielten Mannschaft und einer langjährigen Erfahrung. An der Columbus-Kaje kommen und gehen die Schiffe seit 30 Jahren. Vor dem Krieg waren es vornehmlich die Bremen und die Europa, die für den norddeutschen Lloyd fuhren. Nach den Wirren des Krieges machte zum ersten Mal 1950 wieder ein Passagierschiff an der Columbus-Kaje fest. Es war die Gripsholm, die heute den Namen Berlin trägt. Aber der Wiederaufbau dauerte noch bis 1953. Eine neue Kaimauer wurde vor die alte gerammt. Rund 13 Millionen Mark wurden investiert. Das Ergebnis? Heute können Schiffe aller Größen an der Columbus-Kaje festmachen. Und für die Zukunft plant man, die Fahrgastanlage noch weiter auszubauen. 1957 gingen mehr als 158.000 von der Columbus-Kaje nach draußen oder kamen über den Nordatlantik nach Bremerhaven. Doch nicht nur die großen Passagiere brauchen ihre Stempel und Bescheinigungen. Für die Haustiere erscheint der Tierarzt. Die Überfahrt kostet für jeden Hund 50 Dollar. Dafür hat er Anspruch auf eine eigene Box und individuelle Betreuung durch einen eigenen Steward. Auch dafür gibt es eine Statistik. Seit der ersten Reise kreuzten mehr als 2500 Hunde den großen Teich, mehr als 300 Katzen, außerdem ein Affe und ein Hamster. Alle haben nun wieder festen Boden unter den Füßen. Das Schiff liegt hinter ihnen. Vor ihnen, ein paar Schritte von der Gangway entfernt, steht ihr Zug mit den Kurswagen in alle Richtungen. Auf die Minute genau wird der Proviant für die nächste Reise übernommen. Aber die alten Passagiere interessiert das nicht mehr. Für sie beginnt wieder der Ernst des Lebens. Sie haben plötzlich mehr zu bedenken als das, was sie bei den 6 oder 7 Mahlzeiten an Bord essen wollen oder können. So ist das nun mal. Auch im Verhältnis zwischen Passagier und Schiff geht die Liebe durch den Magen. Dafür gibt es kaum Unterschiede zwischen den schwimmenden Städten. Ob sie Berlin, Kungsholm, Amerika oder Seven Seas heißen. Für den guten Ruf eines Schiffes sind nicht nur Schönheit und Geschwindigkeit allein entscheidend. Der Speisenetat geht in die Millionen. 1385 ist die letzte Nummer der Proviantliste. Ja, von mir. Was in diesen Räumen lagert,
reicht aus, die Gourmets einer Großstadt für Monate zu versorgen. Das Stichwort: kulinarischer Export. Auf See ist es das Signal der Gefahr. Hier im Hafen ruft es, kurz nachdem der letzte Passagier das Schiff verlassen hat, die gesamte Besatzung zum Bootsmanöver. Jedes Schiff ist so sicher, wie seine Schotten stark sind. 1109, ahead of the travel line. 267, 913. Wichtiger aber als alle technischen Vorkehrungen ist eine gute Crew. Nichts kann den Seemann überflüssig machen. Nach einer halben Stunde ist alles vorbei. Die Mannschaft legt die orangeroten Schwimmwesten ab und verschwindet unter Deck. Die Dienstfreien gehen an Land. Für die anderen heißt es: klar Schiff. Chefköche sind ungekrönte Majestäten. Das hier ist einer. In Europa wartet dieser Wagen auf ihn. Im Hafen von New York natürlich ein größerer. Für die Seeleute sind Schiffe weibliche Wesen. Deshalb heißt es auch die Berlin oder die Amerika. Musikdampfer, wie die schwimmenden Städte respektlos von den Seeleuten genannt werden, brauchen jeden Tag ein neues Make-up. Die Vorbereitungen für 800 neue Passagiere haben begonnen. Von der Luxuskabine bis zum Schwimmbad, von den 4,5 Kilometer langen Schiffsgängen bis zur Außenhaut der schwimmenden Stadt wird alles auf Hochglanz gebracht. Ein Großreinemachen, an dem jede Hausfrau ihre Freude hätte. In der Zwischenzeit werfen wir schnell einen Blick in die stattliche Gästeliste der Columbus-Kaje, in der neben der United States die Berlin, die Amerika, die Arcadia, die New York, die Columbia, die Seven Seas, die Gripsholm, die Kungsholm und Stockholm, die Castel Felice und schließlich die Arosa Sky, Sun und Star eingetragen sind. Ja, schon heute Abend wollen sich die neuen Passagiere in der Bar oder im Gesellschaftsraum von den Strapazen ihrer Anreise erholen. Für die Landratten übrigens ein paar interessante Angaben über die Gebühren, die der Hafen einer schwimmenden Stadt abverlangt. Die Abfertigung der Passagiere kostet 5.900 Mark. Hafenabgaben 21.739 Mark. Dazu Hafenarbeiter, Bewachung, Schlepper und Lotsen, alles in allem mit anderen Nebenkosten, 52.768 Mark für eine Liegezeit. Eine ganz hübsche Summe für 24 Stunden.
spiegelblank. Aber bitte noch nicht springen. Kein Fleckchen darf bei der Verschönerungskur vergessen werden. Bei Sturm und Regen eine recht luftige Angelegenheit. Und auch die Verwaltung macht Klarschiff. Die Barbestände an Dollars und Devisen werden überprüft. Und viele Reiseabrechnungen müssen aufgestellt werden. Bei 3.500 Passagieren in knapp 3 Wochen ein ganz schöner Papierkrieg. Und nun ist es Zeit für den Chef-Steward, sich zu informieren. Passagiere sind alle an Land. Wie ist es mit dem Gepäck? Ist das ganze Gepäck an Land jetzt? Alles Gepäck ist an Land. Haben Sie das Gepäckstück von Herrn O'Brien gefunden? Ja, wir haben es gefunden und an Land geschickt. Haben Sie Zeit gehabt, mal durch die Zimmer zu gehen? Ja, ich habe das Schiff nachgesehen. Das Schiff ist sauber und fertig für Inspektion. Denken Sie, dass ich in einer Stunde ich mal inspizieren kann, durch die Zimmer gehen kann? Jawohl. Das ist fein. Dankeschön. Die Elektrizitätsaggregate erzeugen Tag und Nacht Strom für 35.000 Glühbirnen. Für diesen Mann aus der Crew ist es ein Fulltime-Job, täglich 700 auszuwechseln. Draußen auf See fragt niemand nach den Abfällen. Der Nordatlantik kennt keine Hygienevorschriften. Im Hafen ist das natürlich anders. Eine Stunde später. Das Schiff ist klar zur Inspektion. Für den Fremden, der das alles zum ersten Mal sieht, doch auch für den weitgereisten Passagier, ist es faszinierend. Das große Schiff, der Service und die Speisekarte mit den 100 Möglichkeiten. An Land fehlt den meisten das Geld dazu, in diesem Stil zu leben. Aber hier haben sie das im Fahrpreis enthaltene Gefühl, Mittelpunkt zu sein. 180 bis 405 Dollar Passagekosten sind der Schlüssel zur schwimmenden Stadt. Türen öffnen sich für 5 Tage Illusion, alle 782 Angestellte des Steward Departments als seine dienstbaren Geister zu sehen. Für die letzten Stunden bis zur Abfahrt ist wieder der Hafen am Zug. Die Wagen, die nach drüben sollen, werden vorgefahren. Nach einer amerikanischen Vorschrift muss jeder Wagen, wegen der gefürchteten Kartoffelkäfer, in ein Dampfbad. Meter vor den Hunderten von Bullaugen wird noch gearbeitet. Für jede Ladung 10erlei Papiere. Jedes Auto, jeder Sack Post müssen registriert werden. Die Arbeit, die begonnen hat, lange bevor das Schiff festmachte, geht bis zur letzten Minute weiter. Kranführer und Hafenarbeiter kennen keine Pause. Nach dem Arbeitsplan gehen Löschen und Laden ineinander über. Der Zeitpunkt für die Einschiffung der neuen Passagiere rückt immer näher. Die dienstfreie Mannschaft findet sich langsam wieder ein.
Hier ist einer der letzten. Der Chefzahlmeister kehrt von einem Einkaufsbummel in der Stadt zurück an Bord. Sein Kollege, der Chefkoch, hatte seinen Wagen schon früher abgestellt. In ungefähr 20 Tagen kann er ihn wieder über deutsche Straßen jagen. Für 2 oder 3 Stunden. Fritz? Ja? Ich habe die Eierpflanzen rausgenommen, habe Schwarzwurzeln reingesetzt, bevor die Ware ist nicht genug am Markt. Ja, das geht in Ordnung. Ja. Dann habe ich den Limestone Lettuce rausgenommen, habe Harder Lettuce gesetzt und denselben genommen. Das ist nicht genug am Markt. Ja. Und die Qualität ist nicht da. Der 2 Millionen Dollar Speiseetat, geteilt durch 1.385 Positionen. Die Auswahl liegt für 6 Wochen im Voraus im Schreibtisch des Chefkochs. Ordnung muss sein. Die Speisekarten kommen jeden Tag neu aus der eigenen Druckerei. Die schwimmenden Städte mit ihrer, wenigstens in der ersten Klasse, unerreichten Küche scheinen uns heute Inseln einer vergangenen Zeit zu sein. Kein Hotel der Welt kann zollfrei und deshalb so billig sämtliche Delikatessen einkaufen. Da ist sie wieder, die Faszination für einen kleinen Teil von Menschen. Das Gefühl, im Mittelpunkt eines sonst unbekannten Service zu stehen. Der Zeitverlust einer Seereise zwischen Europa und Amerika ist der Preis für 5x24 Stunden gesteigertes Selbstbewusstsein. Seit nahezu 100 Jahren ist dieses Bild unerschüttert. Niemand weiß allerdings, ob es nicht schon morgen fragwürdig ist. Die Antwort wird nicht allein durch den letzten Stand der Luftfahrttechnik gegeben und auch nicht durch die Möglichkeit neuer, kostensparender Formen des Passagierverkehrs. Mehr als 1 Million Menschen bestimmen mit dem Kauf ihres Tickets, ob sich die Passagierschifffahrt auf dem Nordatlantik in dieser Form auch im Zeitalter der Düsenverkehrsmaschinen wird behaupten können. Die in 100 bunten Prospekten gekrönte Majestät, der Fahrgast, wird damit vor eine Entscheidung gestellt, deren Konsequenzen er weder ahnt noch übersieht. Das ist der letzte Akt eines minutiös aufgestellten Arbeitsplans. Wieder sind es nur wenige Schritte von der nüchternen Atmosphäre eines Bahnsteiges hinüber zu der anderen Welt. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, alle Besucher werden höflichst gebeten, das Schiff sofort zu verlassen.
Morning, Commodore. Morning. Here's your sailing order. The last weather report says in the North Sea, rainy weather, east, northeasterly wind, force 5, and the visibility is pretty poor, only 2 miles. All cargo is aboard. The papers are taken over by the cargo officer. Passengers aboard, and we are ready to sail. I wish you a good voyage. Thank you very much. And I hope everything is right. Thank you. You're welcome. From the hall. Der Hafen gibt das Schiff wieder frei. Der letzte Hein Seemann erreicht mit Mühe seinen schwimmenden Arbeitsplatz. Dieser hat Pech. Seine letzte Chance ist, auf eigene Kosten dem Schiff nach Le Havre nachzufahren. Schiff und Hafen erweisen sich gegenseitig ihre Reverenz. Schiffe haben es leichter als Häfen. Sie können ihren Kurs nach der Zahl der Passagiere wählen. Ein Hafen aber hat keine Wahl. Er lebt von dem Ruf, schnell und zuverlässig zu arbeiten. Und er muss warten, bis die schwimmenden Städte zurückkehren. Telegramm nach New York, London, Le Havre, Southampton, steht, zählt 0900. Ja.